Daniel Oberecker, die Hax-Plugigax-Protokolle. Geschichten fürs postfaktische Zeitalter. Hax-Plugigax-Protokoll 6. Saturn. Unterprotokoll 21-23. Können wir den Kaffee recyceln, nachdem er mit Öl verdünnt wurde? Ich soll der Programmiererin Helene eine Geschichte erzählen. Statt mich wie sonst immer nach Thema oder Titel der Geschichte zu erkundigen, starte ich diesmal sofort. Auf der großen Wiese lebt der Käfer Sumsel Brumsel. Auch an Werktagen trägt er sein elegantes, grün schillerndes Festtagskleid, denn es gefällt ihm überaus, elegant zu sein. Außerdem will er ein Weltstar werden. Wenn eine wichtige Person bemerkt, was für ein prächtiges Festtagskleid er trägt, dann wird sie ihn sicher gleich berühmt machen. Gemächlich dreht er seine erste Runde am Morgen und grüßt dabei alle höflich, denen er begegnet, denn er hofft darauf, als Weltstar entdeckt zu werden. Guten Tag, Frau Lene Helene. Guten Morgen, Herr Emserich. Hallo, Kasimir. Wie geht es Ihnen, Tante Esmeralda von der Glockenblume? Dass Kasimir die Laus ist, wissen wir bereits. Frau Lene Helene ist eine Mücke, Herr Emserich eine Ameise und Tante Esmeralda von der Glockenblume ist ein Floh. Alle drei haben so viel zu tun, dass sie sich nicht einmal die Zeit nehmen zu antworten. Doch den Käfer Sumsel Brumsel enttäuscht es kaum, dass keiner auch nur aufgeblickt und so seine Schönheit bemerken könnte, denn weder Frau Lene Helene noch Herr Emserich und schon gar nicht Tante Esmeralda von der Glockenblume traut er es zu, dass sie aus ihm einen Weltstar machen können. Außerdem ist heute ein wunderschöner Tag und gleich wird die Sonne über dem nahen Wald aufgehen und den grünen Schilleranzug zum Leuchten bringen. Auf diese Momente des ersten Sonnenscheins freut sich Sumsel Brumsel immer ganz besonders. Wieso dauert es bloß immer so lange, dass die Sonnenstrahlen endlich durchs Gras scheinen? Ich will den Sonnenstrahlen entgegenfliegen, denkt sich der Käfer und erklimmt vorsichtig einen Grashalm, um von dessen Spitze einen besseren Start zu haben. Sumsel Brumsel weiß, dass er weder der Schnellste noch der Geschickteste ist und so dauert seine Kletterpartie eine ganze Weile. Er hat einmal in einem Wissenschaftsmagazin gelesen, dass Hummeln im Verhältnis zu ihrer Körpergröße viel zu kleine Flügel haben, um fliegen zu können. Hummeln lesen nicht in Wissenschaftsmagazinen und deshalb wissen sie das nicht und fliegen trotzdem, schließt Sumsel Brumsel seine Überlegungen, während er versucht, auf dem wippenden, langen Grasblatt, an dem er emporkrabbelt, irgendwie auf die Oberseite zu kommen, denn er kann unmöglich kopfüber sein schwieriges Flugmanöver einleiten. Zu spät. Der Käfer Sumsel Brumsel verliert den Halt und purzelt vom Grashalm auf den Boden. Was für ein Pech, dass ich immer auf dem Rücken lande, denkt er sich, während er mit den kurzen Beinchen versucht, sich irgendwie irgendwo festzuhalten, um wieder in die viel vorteilhaftere Bauchlage zu kommen. Eleganz und Schönheit haben eben ihren Preis, überlegt der Käfer Sumsel Brumsel, als er endlich wieder festen Boden unter den Füßen hat. Ausnahmsweise ist er erleichtert darüber, dass ihm bei seinem Missgeschick niemand zugesehen hat. Die Sonne ist noch immer nicht über den Bäumen aufgegangen und Herr Sumsel Brumsel sucht einen stabileren Grashalm, wo die Oberseite leichter zu erreichen ist. Diesmal gelingt es, wahrscheinlich, weil sich Sumsel Brumsel nicht mehr mit unnötigen Gedanken an den Hummelflug ablenkt. Mit beträchtlicher Anstrengung hebt er seinen schweren, aber herrlich grün schillernden Deckflügel an und stößt sich mit den kurzen Beinchen so stark ab, wie er es nur vermag. Dann brummt er los. Was Adler, Falken, Flugzeuge, Raketen und Butterbrotpapiere machen, ist kein richtiger Flug. Schließlich verfügen diese über alles, was es zum Fliegen braucht.
Sumsel-Brumsels Flugkunst ist eine atemberaubend komplizierte Angelegenheit und erfordert so viel Kraft und Konzentration, dass er keine Möglichkeit hat, in eine bestimmte Richtung zu steuern oder genau zu planen, wohin er fliegt. Dass er einmal gestartet geradeaus in eine Richtung fliegen kann, ist schon schwierig genug. Die Flügel vibrieren dabei ganz von selbst auf und ab, doch die prächtig schillernden Deckflügel die ganze Zeit in die Höhe zu halten, erfordert Sumsel-Brumsels ganze Konzentration. Jetzt spürt er die Wärme der Sonnenstrahlen. Sehen kann er die Sonne nicht, denn wenn Sumsel-Brumsel fliegt, vergeht ihm vor lauter Anstrengung Hören und Sehen. Aber er spürt, dass er jetzt von der Sonne beschienen ist und weiß, dass ein prächtig schillernder Festtagsanzug glänzt wie Gold. Schönheit ist so anstrengend, geht es ihm durch den Kopf. Jetzt bin ich erschöpft. Soll ich noch ein bisschen weiter fliegen oder soll ich mich einfach fallen lassen? Da taucht vor Sumsel-Brumsel etwas Weißes auf. Schnee? Mitten im Mai? Fragt sich Sumsel-Brumsel. Aber schon ist er darauf gelandet, kann die Deckflügel wieder senken und daher wieder klar denken und sehen. Jetzt bin ich doch tatsächlich auf einer Holunderblüte gelandet, stellt er zufrieden fest. Der Duft der Blüte und die Schönheit meines sonnenbeschienenen Festkleides ergänzen sich aufs Vortrefflichste zu wahrer Vollkommenheit. Jetzt müsste nur noch jemand vorbeikommen und mich bemerken. Am besten wäre es, es käme jemand Wichtiges. Nicht bloß eine Ameise, eine Mücke oder ein Floh. Ein Fernsehproduzent müsste kommen, möglicherweise einer, der gerade nach einem neuen Weltstar sucht. Schon seit es ihn gab, hatte Sumsel-Brumsel diesen Wunsch. Aber er weiß auch, dass es ganz selten vorkommt, von einem Fernsehproduzenten, der nach einem Weltstar sucht, gefunden zu werden. Wenn es aber doch sehr selten ist, so ist es wiederum auch nicht ausgeschlossen. Und so sucht Sumsel-Brumsel jeden Tag einen Platz, wo sein prächtiges Festtagskleid gut zur Geltung kommt und wartet auf seine Chance. Heute hat Sumsel-Brumsel Glück, denn es gibt auf der Welt tatsächlich Fernsehproduzenten auf der Suche nach dem Weltstar, wenn sie auch selten sind. Und gerade so einer kommt genau heute auf die Wiese, auf der Sumsel-Brumsel wohnt. Der Fernsehproduzent ist Frau Renate Campill mit ihrer Tochter Eva. Was für ein schöner Tag, bemerkt Frau Renate Campill und betritt die Wiese gerade in dem Moment, in dem die Sonne über die Bäume des nahen Waldes gestiegen ist und alles in frischem Grün leuchtet. Eva springt vergnügt über die Wiese und ruft: Soll ich uns ein paar Holunderblüten pflücken, Mama? Eine gute Idee, ich setze uns dann zu Hause einen Holundersirup an. Eva kommt immer näher. Bald wird sie mich sehen und meine Schönheit bewundern, freut sich Sumsel-Brumsel. Und vielleicht wird sie ihre Mutter rufen und wenn die mich sieht, werde ich ein Weltstar. Der Käfer Sumsel-Brumsel kann natürlich nicht wissen, dass Frau Renate Campill tatsächlich von Beruf Fernsehproduzentin ist und dass sie zurzeit tatsächlich auf der Suche nach dem neuen Weltstar ist. Er hofft so sehr darauf, dass er fast sicher davon ausgeht. Frau Campill und ihre Tochter sind immerhin Menschen und somit der Film- und Fernsehindustrie ungleich näher als Mücken, Flöhe oder Ameisen. Ja, das Wunder geschieht. Der Käfer Sumsel-Brumsel hat sich so schön hergerichtet wie noch nie zuvor. Stolz glänzt sein prächtiges Festtagskleid golden in der Morgensonne. Der Duft der Holunderblüte unterstreicht die Feierlichkeit des Augenblicks. Und Sumsel-Brumsel kann genau sehen, wie Eva näher kommt und ihn direkt ansieht. Fast
wagt Sumsel Brumsel nicht daran zu denken, dass nun alle so seltenen, doch erhofften Bedingungen tatsächlich eintreten, auf die er ein Leben lang so geduldig und hoffnungsfroh gewartet hat. »Igitt, auf dieser Blüte sitzt ein fetter, garstiger Käfer«, ruft plötzlich Eva aus, »vor dem graust es mich.« Frau Campil kommt näher und sagt, »ach, der tut dir nichts.« Spickt Sumsel Brumsel von der Holunderblüte herunter und pflückt sie. Sumsel Brumsel fällt in hohem Bogen ins Gras. Wie zu erwarten, schafft er es nicht, die Flügel aufzumachen, um den plumpen Sturz zu verhindern. Sein Panzer ist im Sturz gewachsen und diesmal landet er sogar auf dem Bauch, doch sein Selbstbild ist zerstört. Ungläubig betrachtet er den grün-goldenen Glanz, den die Sonne jetzt auf sein Festtagskleid zaubert, weil sie über den Bäumen aufgegangen ist, und wundert sich, dass er diesen jemals als schön empfunden hat. »Ich bin fett und garstig«, sagt sich Sumsel Brumsel betrübt. »Das hat der Mensch gesagt und daher muss es stimmen, denn er ist dem Showgeschäft viel näher als Mücken, Flöhe oder Ameisen. Ich bin eklig und hässlich und meine Ungeschicklichkeit und Unsportlichkeit kommen bloß erschwerend hinzu.« Zerknirscht krabbelt Sumsel Brumsel durchs Gras und versucht, von möglichst niemandem gesehen zu werden. Dann verkriecht er sich unter einem Stein und beschließt, in Quarantäne zu gehen, bis die Krise vorbei ist. Wenn ihn niemand sehen kann, wird ihm wohler sein. »Du hast Fortschritte gemacht«, lobt mich Helene 12. »Ich kann mich gut in die Figuren deiner Erzählung hineinfühlen. Womöglich hat dir das Erfinden der Geschichte sogar Spaß gemacht.« »Stimmt«, entgegne ich, »wäre ich der Käfer Sumsel Brumsel, würde ich jetzt hoffen, dass du mich ausschaltest.«